Atme in uns, Heiliger Geist, brenne in uns, Heiliger Geist, wirke in uns, Heiliger Geist, Atem Gottes, komm. Komm, du Geist, mach du uns eins, komm, du Geist, erfülle uns. Komm, du Geist, und schaff uns neu, wir ersehnen dich. Atme in uns, Heiliger Geist, brenne in uns, Heiliger Geist, wirke in uns, Heiliger Geist, Atem Gottes, komm, oh komm. Thank you, Andreas. My dear friends, let us ask the Holy Spirit to help us to learn these mysteries of the kingdom of God. Lasst uns den Heiligen Geist bitten, dass zu uns kommt und uns helfen möge, dass wir die Geheimnisse des Reiches Gottes verstehen. We are in the learning of the prayer, our Father prayer, which Jesus himself was praying. Wir sind dabei, das Vaterunser-Gebet zu lernen, das Jesus selber uns gelehrt hat, dass wir es beten sollen. And we know, this is the only place Jesus said, our Father. Und wir wissen schon, dass das die einzigste Stelle in der Bibel ist, in der Jesus von unserem gemeinsamen Vater spricht. Otherwise, he used to say, your father, or my father, or father. An den anderen Bibelstellen, da spricht er von meinem Vater und eurem Vater, oder er sagt einfach nur euer Vater. Yes. And also, we recognized, when we begin to pray, saying, our Father who art in heaven, we are worshiping the most holy Trinity completely. Und wir haben auch verstanden, wenn wir Vater unser beten, dass wir damit gleichzeitig die gesamte heiligste Dreifaltigkeit anbeten. Den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist. Because Father is the source of the Son and the Holy Spirit. Denn der Vater ist die Quelle des Sohnes und des Heiligen Geistes. But they are one. Aber alle drei sind sie eins. And so we are today through Christ, we inherit this treasure in our soul. Und deswegen erben wir all diese Verdienste Christi in unserer Seele. That is, weil wir in Einheit kommen mit der heiligsten Dreifaltigkeit. And our soul has a capacity to contain the Holy Trinity. Und unsere Seele hat die Fähigkeit, die heiligste Dreifaltigkeit in sich aufzunehmen. And also, in our Father prayer, there are 7 petitions. Und es gibt im Vaterunser-Gebet 7 Bitten. And the first 3 are, hallowed be thy name, thy kingdom, thy will, thy. Und die ersten 3 Bitten, sie lauten, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, dein. The last 3 petitions are, forgive us, do not lead us to temptation, deliver us. Und die letzten 3 Bitten heißen, vergib uns unsere Schuld, führe uns nicht in Versuchung, erlöse uns von allem Bösen. Uns.
And the core of the prayer is the fourth petition, give us today our daily bread. Und das Herzstück der sieben Bitten, das ist die Mitte, gib uns heute unser tägliches Brot. Yes, so my dear friends, we are now in the second step of the petition, thy kingdom come. Und wir sind heute beim zweiten Schritt der sieben Bitten, dein Reich komme. In paragraph 2817, we learned partly, the petition is Maranatha, the cry of the Spirit and the Bride, come Lord Jesus. Und wir sind jetzt beim Abschnitt 2817. Da geht es um diese Bitte Maranatha. Das ist der Ruf des Geistes und der Braut, die da rufen, komm Herr Jesus. Now we have three stanzas shown in the margin 451, 2632, 671. These three we have to learn. Und jetzt haben wir hier drei Verweise an der Seite. Der erste ist 451 und die, das wollen wir mal lesen. 451. says, Christian prayer is characterized by the title Lord, whether in the invitation to prayer, the Lord be with you, its conclusion through Christ our Lord, or the exclamation full of trust and hope, Maranatha, our Lord come, or Maranatha, come Lord. Amen, come Lord Jesus. Der Titel Herr gibt dem christlichen Gebet sein Gepräge. Denken wir an die Gebetseinladung, der Herr sei mit euch, oder an den Gebetsschluss durch Jesus Christus, unseren Herrn, oder auch an den vertrauens- und hoffnungsvollen Ruf Maranatha. Oder Maranatha, Amen, komm Herr Jesus. Yes, so here we are recognizing the Lord. Why we say the Lord? Hier sollen wir verstehen, der Herr. Warum sagen wir Herr? In the next page, 455 says, title Lord indicates divine sovereignty. To confess or invoke Jesus as Lord is to believe in his divinity. No one can say Jesus is Lord except by the Holy Spirit. Wir lesen in Paragraph 455. Herr bezeichnet die göttliche Herrschergewalt. Jesus als Herrn bekennen oder anrufen heißt an seine Gottheit glauben. Keiner kann sagen, Jesus ist der Herr, wenn er nicht aus dem Heiligen Geist redet. We also read in the previous page 446. Lord, in the Greek translation of the Old Testament, the ineffable Hebrew name Yahweh, by which God revealed himself to Moses, is rendered as Kyrios, Lord. From then on, Lord becomes the more usual name by which to indicate the divinity of Israel's God. In der griechischen Übersetzung der Bücher des Alten Testaments wird der nicht auszusprechende Name Yahweh, unter dem sich Gott geoffenbart hat, mit Kyrios oder Herr wiedergegeben. Herr wird somit zur gebräuchlichsten Bezeichnung für die Gottheit des Gottes Israels. Yes, so, and the New Testament uses this full sense of the title Lord
both for the Father and what is new for Jesus, who is thereby recognized as God himself. In diesem strengeren Sinn verwendet das Neue Testament den Titel Herr für den Vater, aber auch zugleich, und das ist das Neue, für Jesus, der so als Gott selbst anerkannt wird. Yes, now we come back to 2817. Jetzt kommen wir zurück zu 2817. Ja, 2632 on the margin number, 2632. Christian petition is centered, ja. Christian petition is centered on the desire and search of the kingdom to come. In keeping with the teaching of Christ. Gemäß der Lehre Jesu steht im Mittelpunkt des christlichen Bittens das Verlangen und die Suche nach dem Reich Gottes. Dabei gibt es eine Rangordnung der Bitten. There is a hierarchy. In these petitions we pray first for the kingdom, then for what is necessary to welcome it, and cooperate with its coming. Dabei gibt es eine Rangordnung der Bitten. Zuerst erbitten wir das Reich und dann alles, was uns notwendig ist, um es aufzunehmen und an seinem Kommen mitzuarbeiten. The collaboration with the mission of Christ and the Holy Spirit, which is now that of the Church, is the object of the prayer of the apostolic community. Dieses Mitwirken an der Sendung Christi und des Heiligen Geistes, die nun die Sendung der Kirche ist, ist Gegenstand des Betens der apostolischen Gemeinde. It is the prayer of Paul, the apostle par excellence, which reveals to us how the divine solicitude for all the churches ought to inspire Christian prayer. Das Gebet des Apostels Paulus zeigt uns, wie die göttliche Sorge um alle Kirchen das christliche Gebet beseelen soll. By prayer, every baptized person works for the coming of the kingdom. Durch das Gebet arbeitet jeder Getaufte am Kommen des Reiches Gottes mit. And now, 2612. No, wait a minute. There is another one. We come to the, where was our, now 671. Until all things are subjected to him, 671, though already present in his church, Christ's reign is nevertheless yet to be fulfilled with power and great glory by the king's return to the earth. Der Abschnitt ist überschrieben, bis ihm alles unterworfen ist. Das Reich Christi, in der Kirche schon gegenwärtig, ist jedoch noch nicht durch die Ankunft des Königs auf Erden mit großer Macht und Herrlichkeit vollendet. This reign is still under attack by the evil powers, even though they have been defeated definitively by Christ's Passover, until everything is subjected to him.
Yeah, Christ Passover stop. Es wird noch von bösen Mächten angegriffen, obwohl diese durch das Pascha Christi im Grunde schon besiegt sind. Until everything is subjected to him, until there be realized new heavens and new earth in which justice dwells, the pilgrim church, yeah, justice dwells. Mm-hmm. Bis ihm dann alles unterworfen sein wird, bis es neue Himmel und eine neue Erde geben wird, in denen die Gerechtigkeit wohnt. The Pilgrim Church in her sacraments and institutions which belong to this present age carries the mark of this world which will pass, and she herself takes her place among the creatures which groan and travail yet and wait the revelation of the sons of God. Bis dahin trägt die pilgernde Kirche in ihren Sakramenten und Einrichtungen, die zu dieser Zeit gehören, die Gestalt dieser Welt, die vergeht und weilt selbst unter den Geschöpfen, die seufzen und bis jetzt noch in Wehen liegen und die Offenbarung der Kinder Gottes erwarten. That is why Christians pray above all in the Eucharist to hasten Christ's return by saying to him, Maranatha, our Lord, come. Aus diesem Grund beten die Christen besonders in der Eucharistiefeier um das rasche Eintreten der Wiederkunft Christi, indem sie rufen, Maranatha, komm Herr Jesus. Yes. Now we move to paragraph 2818. Jetzt kommen wir zum nächsten Abschnitt 2818. In the Lord's Prayer, the kingdom come refers primarily to the final coming of the reign of God through Christ's return. Das Gebet des Herrn handelt hauptsächlich vom endgültigen Kommen des Reiches Gottes durch die Wiederkunft Christi. Dieses Verlangen lenkt die Kirche nicht von ihrer Sendung in dieser Welt ab, sondern verpflichtet sie dazu. But far from distracting the church from her mission in this present world, this desire commits her to it all the more strongly. Seit Pfingsten nämlich ist das Kommen des Reiches das Werk des Heiligen Geistes, der das Werk Christi auf Erden weiterführt und alle Heilung vollendet. This Pentecost, the coming of the rain, is the work of the Spirit of the Lord, who completes the work on earth and brings us the fullness of grace. Der Heilige Geist vollendet das Werk Christi auf Erden und führt alle Heiligung zur Vollendung. The last is referring to Roman Missal. Der letzte Satz bezieht sich auf das vierte Hochgebet, auf das die römische Messordnung. His work on earth and brings us the fullness of grace. Completes his work on earth and brings us the fullness of grace. Seit Pfingsten nämlich ist das Kommen des Reiches das Werk des Heiligen Geistes, der das Werk Christi auf Erden weiterführt und alle Heiligung vollendet. Now we have the paragraph on the margin is 769. Jetzt lesen wir 769. The church will receive its perfection only in the glory of heaven at the time of Christ's glorious return. Ja, die Kirche wird erst in der himmlischen Herrlichkeit vollendet werden,
bei der Wiederkunft Christi in Herrlichkeit. Yes. Until the day the church progresses on her pilgrimage amidst this world's persecutions and God's consolations. Bis dahin schreitet die Kirche auf ihrer Pilgerschaft dahin zwischen Verfolgungen der Welt und Tröstungen Gottes. Here below, she knows that she is in exile far from the Lord and longs for the full coming of the kingdom when she will be united in glory with her King. Hier auf Erden weiß sie sich fern vom Herrn in der Fremde und sehnt sich nach dem vollendeten Reich, danach mit ihrem König in Herrlichkeit vereint zu werden. The church and through her the world will not be perfected in glory without great trials. Zur Vollendung der Kirche und durch sie bis zur Vollendung der Welt in Herrlichkeit wird es nicht ohne große Prüfungen kommen. Only then will all the just from the time of Adam, from Abel, the just one to the last of the elect be gathered together in the universal church in the Father's presence. Erst dann werden alle Gerechten von Adam an, von dem gerechten Abel bis zum letzten Erwählten, in der allumfassenden Kirche beim Vater versammelt werden. Yes, so I think we conclude here for the time being and we will continue the next later on. So let us thank God for this understanding of the kingdom. Für heute machen wir hier Schluss und wir wollen Gott danken für unser Verständnis für das Reich. It is such a big mystery. Only Christ himself and the Holy Spirit should help us to understand this. Das Reich Gottes ist so ein großes Geheimnis, dass uns nur der Heilige Geist selber erschließen kann. Er muss uns helfen, dass wir das verstehen. As we heard in the last sentence, eventually, when he returns, when the Lord come in his glory, he will gather everybody right from Adam to the last person. Then the so wie wir ja, so wie wir eben gehört haben, wenn der Herr wiederkommt in Herrlichkeit, wird er alle um sich herum versammeln, alle Gerechten von Adam über Abel bis zu dem letzten Menschen. Alle wird er um sich versammeln. Thy kingdom come. Dein Reich komme. So our prayer is for realizing this transmission of his kingdom to the whole humanity. Unser Gebet, das soll das realisieren, das soll dieses Reich in die Wirklichkeit hineinholen, in die und hinaus hineinreichen in die ganze Welt zu allen Menschen. It is not a prayer only for Christians. We are praying for the whole humanity. Das ist nicht nur ein Gebet für die Christen untereinander, sondern wir beten für die ganze Menschheit. So, my dear friends, let us slowly make this prayer with this understanding, then the whole world will be transformed soon. Lasst uns dieses Gebet langsam beten und die ganze Welt darin einschließen, damit alle durch unsere Seele hindurch verwandelt werden. Thank you, God bless you. Ich danke euch, Gott segne euch. Sende deinen Geist aus und alles wird neu. Sende deinen Geist aus und alles wird neu. Amen. Amen. Thank you, thank you.